Der 4-Achs-Lkw-Kippertest, veranstaltet vom Baublatt Österreich, zeigte die Bandbreite der in Österreich erhältlichen Fahrzeuge dieser Klasse. Auf dem Gelände der Firma Cemex bei Wiener Neustadt wurden die LKWs einer Praxisprüfung unterzogen. Also der 4-Achser hat sich eigentlich am Bau durchgesetzt. Hohe Kapazitäten, beste Umweltverträglichkeit, also die Fahrzeuge, die hier stehen, sind alle mit EEV-Motoren ausgestattet, also noch besser als Euro 5. Was immer zu verbessern ist, und da ist ja auch die EU dahinter, das sind die Abgaswerte. Und zudem ist Volvo eben bekannt als größter Hersteller von Motoren überhaupt, Lkw-Motoren weltweit gesehen, sehen wir uns immer schon gefordert, spritsparende Motoren zu produzieren. Hier, dieser LKW, der ist mit einer Fliegelabschiebetechnik ausgestattet. Abschiebetechnik, das heißt, man schiebt die Ladung runter. Er ist wesentlich schneller beim Abladen, vor allem kippsicherer. Also Entwicklungen wird es immer geben und es wird ständig irgendwas gemacht. Es kommen jetzt auch zum Beispiel Kleinigkeiten, wie dass Federspeicher bei unseren Fahrzeugen höher gesetzt werden, dass man sich die also im groben Gelände nicht beschädigen kann. Die große Frage wird natürlich wieder sein, die Euro 6-Norm, wie das zu bewältigen sein wird. Fürs heurige Jahr gibt es keine Prognosen mehr. Das heurige Jahr ist mehr oder weniger abgeschlossen. Auf das nächste Jahr erwarten wir uns auch in diesem Bereich wieder ein Wachstum, wobei der wahrscheinlich vom Gefühl her nach wie vor dezent ausfallen wird. Ständige Innovationskraft, absolute Zuverlässigkeit und geeignete Rahmenbedingungen sind die Eckpunkte, zwischen denen sich die Baufahrzeughersteller bewegen und wo sie Akzente setzen, die zu mehr wirtschaftlichem Erfolg führen.